Hallo liebe Fans und Freunde der Vienna, heute wieder bei einem Fangespräch und wie ihr seht, ein ganz besonderes Fangespräch mit vielen Wiener Vergangenheit, kann man hier sagen, mit Bildern und Büchern und ein Mann, der das alles sammelt, nämlich Michael Huska. Ja. Michi, danke für deine Zeit. Bitte. Und für das Gespräch. Erzähl uns einmal gleich am Anfang, wie bist du zu Vienna gekommen? Wie hat es bei dir angefangen? Es hat damit angefangen, dass mein Großvater mich 1962 das erste Mal auf die Hohe Warte mitgenommen hat. Okay. Wer damals gespielt hat, keine Ahnung, wie es ausgegangen ist, keine Ahnung. Und bin mit meinem Großvater dann wöchentlich, wenn Match war, oder alle 14 Tage auf die Hohe Warte gegangen. Und damit hat es begonnen, immer zu Vienna zu gehen. Und es war eigentlich damals wahrscheinlich auch schon so lustig wie jetzt, nur damals hat noch mein Großvater gesagt, auch so wie mein Sohn, mit dem Dreirad, und ich bin in der Arena drüben mit dem Dreirad auf- und abgefahren, deswegen, das Fußball hat mich nicht interessiert. Auf damals. Der Natur? Auf der Naturarena drüben, wo der Weg ist, bin ich mit dem Dreirad auf- und abgefahren. Deswegen weiß ich auch wahrscheinlich nicht, wer gespielt hat. Mit 3 Jahren ist es wahrscheinlich auch wurscht. Und weitergegangen ist es dann 1965 bis 1970 habe ich selber bei der Vienna gespielt. Das war ja. 5 Jahre, da war glaube ich damals nur der Herr Röckel. Ist ein Sektionschef gewesen und auch für die Jugend zuständig. Aber nach 5 Jahren habe ich dann genug gehabt vom Fußballspielen und habe dann nur mehr als Fan die Hohe Warte betreten. Wie war so die Stimmung in den 70er Jahren als Fan bei der Vienna? Ein bisschen mehr als wie jetzt. Also das meiste, was ich mich erinnern kann, war einmal Vienna Rapid vor knapp 25.000 Leuten. Oh. Und einmal Vienna Sportclub, wo bei der Vienna der Campus gespielt hat. Bei Sportclub, ja, Sportclub hat der Krankel gespielt. Und das Match hätte um 19 Uhr beginnen sollen und wirklich begonnen hat das Match erst um 8:45, weil so viele Leute bei der Kasse gestanden sind. Und nicht reinkommen. Und nicht reinkommen, sondern immer Kassen noch eine halbe Stunde, noch einmal eine halbe Stunde, noch einmal eine halbe Stunde. Ich glaube, in heutiger Zeit unmöglich, dass sowas passiert, dass das Match verschiebt hat um 2 Stunden. Ist ja kein Problem. Habt ihr die Kantine verdient gut? Die Kantine hat wahrscheinlich sehr gut verdient und hat wahrscheinlich Spaß gemacht für die Kantine. Und so die Stimmung untereinander, unter den Fans damals? Also so wie jetzt, dass wir wie mir jetzt stehen, hat es damals eigentlich noch nicht gegeben. Mhm. Du hast zwar Bekannte gehabt, die was du immer wieder getroffen hast, die haben bei dir im Bezirk gewohnt oder haben auch bei der Vienna einmal gespielt. Mit denen hast du halt irgendwo drüben in der Arena auf die Holzbankeln hingesetzt, hast ein Bier gekauft, plaudert, das Match angeschaut und wieder nach Hause gegangen. Und ich glaube, so in die 70er, wie jeder so richtig Fanszene hat es nicht gegeben. Das hat sich erst irgendwann 80er Jahre auf der Arena drüben, wo jetzt die Fernsehkamera die Station ist, ganz da war früher so ein Holzgatter und da haben sie die ersten gebildet, ich glaube, das waren die Kojoten. Und das waren halt die ersten 5, 6 und dann sind halt wieder 3, 4 dazugekommen und dann sind halt 10 dazugekommen. Und das hat sich dann langsam entwickelt. Und warst du da irgendwo dabei? Nein, da war ich nirgendwo dabei. Ich bin dann irgendwann zu die Weitraus. Aber keine Ahnung mehr, was für ein Jahr das war. Keine Ahnung. Das weiß ich leider nicht mehr. Das und das Feeling heute sozusagen aus der Sicht von damals? Jetzt muss ich sagen, ist da mir jetzt wahrscheinlich im Blog schon mehr Leute sind als wie damals, ist es lustiger, dass du, wenn du jetzt Stimmung machen willst und Lieder singst und schreist, weil mehr Leute dahinter sind. Weil am Anfang, wenn wir da oben am Juche gestanden sind, wenn da 15 Leute geschrien haben, war das so viel wie nix. Okay, na klar. Und wie wir dann rüber haben müssen, das weiß ich auch nicht mehr, wann das war, ich glaube in den 90er Jahren von drüben, von der Arena drüben auf die Tribüne. Kannst du natürlich dann auch schon mit 100 Leuten mehr Stimmung machen, weil du unter dem Dach bist. Ja, klar. Und es halt besser und dadurch glaube ich, dass es auch lauter ist auf der Hohen Warte, auch wenn nur wenig Leute sind. Ja. Noch gemütlicher, glaube ich. Gemütlicher auch. Ja, vor allem, wenn es regnet. Wenn es regnet, ist es gemütlicher und es ist eigentlich schon so, dass du jetzt sagst, wenn du hinaufgehst, es stehen eigentlich immer die gleichen Leute neben dir. Mhm. Es haben sich halt dann die Grüppchen gebildet, du kennst zwar alle Leute, aber
das Grüppchen steht da, das Grüppchen steht da drüben, das Grüppchen steht dahinter. Man hat seinen Stammplatz, der was natürlich zum Verteidigen ist, wenn wie einer Sportclub spielt. Ja. Weil wenn es da zu spät kommst, ist mir schon passiert, dass ich raufgegangen bin und wer steht da? Kenne ich nicht. Und dort schauen wir leichte Auseinandersetzung auch gegeben. Oh, verstehe. Und was macht für dich die Vienna aus? Der Charme auf der Hohen Warte oder auch mit dem Verein auswärts? Was ist es für dich? Die Gemütlichkeit. Es gibt keinen Stress. Du hast keine, außer beim Sportclub, du hast keine klare Hand, du hast keine Trotteln dabei. Es wird nie einen Wickel geben mit anderen Vereinen. Du wirst überall aufgenommen bei den anderen Vereinen als Fan auswärts. Und wir sind nie ein Problem haben, weil wenn man rechnet, wie wir damals noch Bundesliga gespielt haben, wir sind nach Innsbruck geflogen. Geflogen? Wir sind geflogen. Oh. Die Mannschaft ist mit dem Bus gefahren, die Fans sind halt geflogen, weil wir sind ja ein Nobelverein. Wir wollen ja. Also deswegen müssen wir ja fliegen. Und ich bin nicht gegangen, das hat aber andere Konstellation durch meinen Sohn. Wir wären von den Innsbrucker eingeladen worden ins Zelt nachher, weil die haben hinter dem Tivoli ein großes Zelt, wo sie sich immer treffen. Und es waren auch viele Fans von uns dann, die was mitgeflogen sind und dort waren, sind halt dort ins Zelt gegangen. Hätte ich auch nicht so ein Problem, aber ist halt nicht gegangen. Gibt es einen Lieblingsgegner von dir? Oder gibt es einen Gegner, wo du sagst, nach dem Match, das ist richtig gute Stimmung, oder ist auch vom Gegner? Ja, man muss einmal sagen, Sportclub funktioniert immer. Mhm. Er ist halt zwar der Wurstclub, ist aber, glaube ich, unser Lieblingsgegner. Mhm. Und ob das jetzt Hohe Warte ist oder Dornbach, du kennst die Sportclub-Fans, sind auch Freunde von dir. Du kannst dich nachher gemütlich auf ein Bier zusammenstellen, weil, wie wir noch oben gespielt haben, Regionalliga, und war auch mit meinem Sohn und die anderen, was bei uns im Block stehen und Bekannte sind Sportclub-Fans, wir sind bis 4 Uhr in der Früh auf der Hohen Warte gestanden und haben Bier getrunken und haben geplaudert. Kannst du wahrscheinlich mit anderen Fans nicht machen. Mhm. Fangruppen, sagen wir, Fans bestimmt. Mhm. Du kannst wahrscheinlich auch mit Rapidler fortgehen und was trinken. Du musst halt dann aufpassen, was für Gruppen dabei ist. Ist es dann auch schwierig, was man redet miteinander? Oder gibt es da so wunde Punkte? Nein, also was ich kenne von Sportclub, gibt es keine wunden Punkte. Da kannst du über alles reden, und in einem gewissen Alter ändert sich auch die Relation. Wenn ich jetzt reichen wie 40 war, ist auch schon eine Weile her, und der war auch 40 und hat auch ein Kind. Es ändern sich dann die Sachen. Du redest über Fußball am Anfang und das, und dann plötzlich, ja, was macht denn dein Kind? Und du fängst dann plötzlich über die Familie zum Reden an. Mhm. Und das ist dann, der Fußball wandert dann zurück und du redest über die Familie, und es ist gemütlich. Außerhalb des Sports, Städte, also auch außerhalb der Hohen Warte oder anderen, bist du mit Leuten befreundet, oder ist man eigentlich nur auf der Hohen Warte oder beim Verein? Also vom Verein, mit den Leuten treffe ich mich auch außerhalb vom Fußballverein, und natürlich andere, was ich in der Jugend kennengelernt habe. Es sind zwei dabei, mit denen habe ich eigentlich meine Jugend verbracht, die sind beide in Tirol, die kommen zweimal im Jahr nach Wien, und da trifft man sie und geht dann fort. Also Vienna verbindet. Vienna verbindet, waren auch damals Vienna-Anhänger und sind halt dann wegen der Liebe nach Tirol gezogen. Mhm. Wie man mit der Liebe nach Tirol ziehen kann, weiß ich nicht, aber gut. Höchstens die Fußballliebe. Ja, nein, das weiß ich nicht. Glaubst du, könnte man die auch ein bisschen fangen und zeigen? Ja, es ist so, es hat damals gegeben, irgendwelche Jungen haben angefangen, die wollten bei der Vienna eine Ultrasbewegung. Wie lange ist ins das Leben schon her? Ist noch nicht so lange her, 10 Jahre, 12 Jahre. Und richtig so wie? Nein, nicht so hart wie Ultra, aber so mit Bengalen und halt so drüber, was halt die Ultras-Bewegung an sich vorhat. Nur, sie sind nicht so richtig geholt worden. Und waren aber auch, du hättest es vielleicht umerziehen können und hättest ein bisschen mehr Zeit vielleicht mit denen verbringen müssen. Die waren, glaube ich, beide 16 oder 17. Bei zwei waren es, dann ist noch ein Dritter dazugekommen, noch ein Vierter. Die waren alles so 16, 17, und die haben halt die Philosophie nicht verstanden, dass du sagst, du stehst jetzt am Fußballplatz, einer fängt an zum Singen, der Rest singt mit. Mhm. Die haben gesagt, das geht nicht, du musst vorne. Ich sage, nein, da muss keiner vorne stehen, bitte. Mhm. Das haben wir ja schon probiert mit dem Roli, wir haben ihm auch schon ein Megafon geschenkt. Aber nein. Ja, er hat ein Megafon, aber er hat es noch nie verwendet. Also wir warten. Roli als Vorsänger. Ja, wir warten so irgendwann einmal der Roli mit dem Megafon, dass er was vorsingt. Er muss es ja eh nur einmal machen, aber war nicht schlecht. Aber es passt nicht zu Wiener. Nein, ich sehe das. Weil es ergibt sich von selber,
die hinten im Block fangen das zum Singen an, du singst mit, du fängst Funk zu singen oder der Rest singt wieder mit, was eigentlich passt. Aber das Gefühl, dass da vielleicht zu viel verschiedene Gruppen bei der Vienna sind, viele Leute sind es ja jetzt gerade nicht, die regelmäßigen Matches kommen, durchschnittlich 530. Es ist halt so, es muss immer verschiedene Gruppen geben, auch wenn sie dann andere Ansichten haben, zum Beispiel so wie die Wanderers. Ich verstehe mich trotzdem mit denen, ich kann mit ihnen plaudern, ich kann mit ihnen reden. Wenn sie mir Ansichten erklären, dass ich so besser sage, ist nicht mein Ding. Mhm. Verstehen sie aber auch, weil es ist natürlich ein riesen Altersunterschied. Die sind 22, 23 und ich bin 60. Also da ist noch eine gewisse... Vielleicht lernen sie es auch, dass dann irgendwann nicht so ist, wie sie es jetzt machen. Dann kommen andere Jungen. Dann kommen wieder andere Jungen. Aber ich sage, du brauchst wieder die Jungen. Natürlich. Und ich sage einmal, auch wenn viele dann im Blog dann schreiben, was die schon wieder aufführen und machen, sie machen was. Wenn zum Beispiel Spurklub mit die Überziehfahne oder die Transparente was haben, es muss ja irgendwer was tun, weil wenn das keiner macht, dann haben wir irgendein Krüppchen, das was halt dort steht, das was halt ab und zu singt und dann gehen wir wieder. Also die Choreo. Die Choreo finde ich gut, was sie machen. Gewisse Texte reden wir halt nicht drüber, ob sie jetzt gut sind, aber es gehört sowas gemacht. Mhm. Erzähl einmal ein bisschen, was hast du da alles zusammengesammelt also in den Jahren? Ich habe, das ist das Älteste, das ist die 25-Jahr-Festschrift von der Vienna. Also ich habe alle Festschriften von der Vienna. Ist natürlich nicht einfach zu kriegen, diese. Mhm. Über die 25 Jahre hat man natürlich dann wieder Connection zu auch Vienna-Fans, wie in Herrn Seschka. Der, was sehr viele Leute kennt und dann suchen geht, ob es sowas gibt oder nicht gibt, mhm, und dir sowas besorgen kann. Das ist ja von 1894 bis 1919. Das heißt, das ist noch die Kugelwiese hier vorne drauf. Wahnsinn, das ist wirklich alt. Und wie kommst du zu den Sachen jetzt, abgesehen von Michi Zischka? Ich habe jetzt relativ viele Sachen von Bertel Alram, mhm, von seiner Tochter bekommen, wo ich auch viele Sachen Zischka Michi weitergegeben habe, weil ich sage, gewisse Sachen interessieren mich und sammle ich und gewisse Sachen betrifft zwar die Vienna, aber das würde für mich zu viel sein. Und der Zischka Michi hat ja eigentlich, glaube ich, von den Vienna Fans das meiste, ja, was gibt über die Vienna. Und dadurch hat er gewisse Sachen, was er ihm jetzt gegeben hat, hat er seinen Grundstock noch ein bisschen weiter aufgestockt und hat jetzt noch mehr, mhm, Sachen. Wo er die alle unterbringt, frage ich mich, aber er wird schon irgendwo ein Plätzchen finden, weil er hat ja zwei Standbeine zum Sammeln. Zwei Standbeine. Ja, die Beatles und die Vienna. Ja, stimmt. Die Beatles. Und da hat er ja auch nicht wenig. Du hast ganz kurz noch erwähnt, wenn ich ganz kurz da noch was zwischenfragen dürfte, den Bertel, ja, Bertel Alram. Du hast ihn natürlich persönlich, ja, gekannt. Wie war er als Mensch? Er war ein irrsinnig netter Mensch. Ich kenne ihn, glaube ich, habe ihn jetzt 25 Jahre habe ihn kennt am Schluss. Hat natürlich dann schon seine gewisse Eigenheiten gehabt im Alter, was jeder ältere Mensch kriegt, war aber sonst immer zuvorkommend, war lustig. War sehr oft da, wo ich wohne, im 20. Bezirk in Coretto, Mittagessen, Frühstücken, Nachtmessen, war immer gut aufgeregt. Hat man immer mit ihm auch den Rotwein trinken können. Ich trinke keinen Wein, ich habe ein kleines Bier getrunken. Hat natürlich auch Anekdoten von der Vienna erzählt, wo er mit war auf Trainingslager und da hat er dann alles Wäsche waschen müssen und hat alles machen müssen. Sag ich. Und habe ihm gesagt, Bertel, es war nicht so schlecht. Auf die Nacht hat er dann nicht arrogiert und hat ein neues Geld wieder angenommen. Das hat schon passt. Und ist natürlich mit dem Rusitschka-Karl das Urgestein von der Vienna und was nicht, Platzwart waren es glaube ich nicht, aber sie haben die Dressen gewaschen, der Bertel ist als Ordner gegangen, hat ja mit einem Fetzel die Bank abgewischt und hat dann so das Handel aufgehalten, dass man ja Trinkgeld kriegt, was halt natürlich üblich ist und hat für die Vienna gelebt und, definitiv, oder? Und hat auch bei jedem Match, ob auswärts oder zu Hause, dabei sein müssen. Mhm. Hat seine, so wie mit seiner Tochter geredet, das erzählt, auch sind die Urlaube so eingeteilt worden. Mhm. Klar. Man hat nicht auf Urlaub fahren können, wenn die Vienna spielt. Und sie haben ja gehabt relativ lange ein Haus in Kritzendorf, so ein Pilotenhaus. Mhm. Er mit seiner Frau. Und da war es auch, wenn sie gesagt haben, wir fahren jetzt 3 Wochen raus, hat er gesagt, ja, passt schon, aber ich fahre dazwischen nach Wien, weil ich muss auf ein Match gehen. Seine Frau hat es nicht verstanden, aber ist aber trotzdem brav gegangen. Mhm. Und es hat mich natürlich schon getroffen, wie er gestorben ist, weil ich habe einen
Der ist am Freitag gestorben und am Donnerstag auf die Nacht habe ich mit ihm in Coretto noch plaudert. Mhm. Hat er noch sein Achterl Rotwein getrunken und ist dann nach Hause gewappelt mit seinen 93, wo ich gesagt habe, er macht es eigentlich super. Er ist zu Fuß auf die Hohe Warte gegangen, ist im ganzen 20. Bezirk ins Coretto gegangen, ist er dann zu seinen Töchtern, ist alles zu Fuß gegangen und war so dadurch immer in Bewegung, ja. Was wahrscheinlich auch wichtig ist im Alter. Weil wenn du dann irgendwann sagst, ich setze mich und stehe nicht mehr auf, wirst du dann Probleme haben zum Gehen und versumperst wahrscheinlich auch irgendwie nur mehr zu Hause. Und für ihn war Vienna auswärts oder zu Hause war das Wichtigste. Das heißt, man kann sagen, viel Bewegung, ein Glasl Rotwein, Vienna hält immer jung. 125 Jahre First Vienna Football Club. Am 22. August ist es soweit. Und natürlich auch 125 Jahre Fußball in Österreich. Was ist zu erwarten? Was würdest du dir wünschen? Ich würde mir wünschen, einen englischen Verein zur 125-Jahr-Feier. Ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Spezieller? Ja, in Ältesten Sheffield. Ich glaube, ist der älteste, Verein von England. Wer was Schönes, ob das machbar ist, ist eine andere Frage. Würde jeden anderen Verein, zum Beispiel Real Madrid oder Barcelona, haben wir ja mal schon geschlagen, Barcelona im Europacup, vielleicht wieder 4-3 gewinnen, aber ich glaube, das wird zu teuer werden. Das ist nicht unsere, und so viele Karten können wir, glaube ich, nicht verkaufen auf der Hohen Warte, dass wir das Geld wieder hineinbekommen. Weil es soll ja auch so sein, dass nicht nur Kosten entstehen, sondern dass die Wiener auch was hat davon. Na klar. Wobei ich sage, für die Wiener wäre es schon nicht schlecht, wenn sie sowas macht und sagst, okay, du verdienst ein bisschen was, du sollst halt nicht drauf zahlen. Ja. Weil so viel Geld haben wir ja eh nicht. Und wenn es ein Nullsummenspiel ist, ist es auch okay, wenn du einen attraktiven Gegner hast und alle Leute sind zufrieden. Und es soll ja dann eigentlich sein, dass du sagst, okay, das ist das Match und nachher hast du halt Partystimme, feierst 125 Jahre und es ist lustig. Nur da müsste auch dann bei der Kantine was passieren, dass es ein bisschen flotter geht. Oder dass es vielleicht im August dann ein kaltes Bier gibt und nicht ein warmes Bier. Fangen wir mal langsam an. Ja, aber das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich mir manchmal denke, dass jetzt erlebst du es in der 5. Liga, das soll jetzt zwar nicht viel mit der 125-Jahr-Feier von uns sein, dass sie die Kantineure von den kleinen Vereinen irrsinnig bemühen und schauen, dass das Ganze funktioniert. Waffplatz hat es funktioniert, NRC-Platz hat es funktioniert, Fortuna 05, Simmering hat es nicht ganz, die haben es auch nicht verstanden, wie man es macht, das ist so ähnlich wie bei Sportclub. Sichtlich haben sie genug Geld und wollen nichts verdienen. Sportclub, wir haben wieder mal gespielt, ein Derby of Love. Wenn du Derby of Love hörst, gefällt mir überhaupt nicht. Nein. Derby of Love. Es ist der Sportclub und das ist die Vienna. Es ist ein Derby und es hat nichts mit Liebe zu tun. Hm. Es ist halt nur irgendwann wahrscheinlich aus dem geboren worden, weil es ein Derby ist, was viele andere Vereine im Ausland nicht versteht, dass da keine Rivalität ist und nichts. Es ist zwar Rivalität, es wird gegenseitig angeschrien, es wird gesungen, aber man trifft sie vorher und trifft sie nachher und es passiert nichts. Hm. Und es ist auch, es ist schon ein paar Jahre her, auf der Hohen Warte hat es ein Derby gegeben und da waren Leute aus Dresden da und mit Derby plaudert. Gibt es, glaube ich, auch auf dem Film, es geht sich immer nicht aus. Die haben nicht verstanden, dass keine Polizei da ist bei einem Derby. Und sie haben gesagt, sie haben noch nie so ein lockeres Fußballmatch erlebt, was ein Derby ist. Mhm. Weil sie haben gesagt, sie waren schon in Italien bei Derbys, sie waren in Deutschland bei Derbys, sind sie sowieso in England bei Derbys. Verstehen sie nicht. Ja. Das ist ein Derby, da kommen 7000 Leute, beim Match wird geschrien, vorher ist alles friedlich und nachher ist alles friedlich und alle stehen glücklich und zufrieden zusammen und trinken ein Bier. Mhm. Haben sie nicht verstanden. Ist ja auch bei der Vienna, zumindest früher war das sehr oft, auch dem Gegner, der gewonnen hat, Respekt und applaudiert worden. Und auch Gegner, was sie verletzen, wird nie ein Schimpfwort kommen von den Rängern, dass der nicht schlecht ähnlich aussieht oder sowas ähnliches. Kann natürlich auch einmal passieren, aber es ist Respekt gegenüber vom Gegner wie zur eigenen Mannschaft. Natürlich ein bisschen mehr zur eigenen Mannschaft, wenn er faul ist, ist vollkommen klar, weil es ist ja deine Mannschaft. Aber es wird sich noch nie ein Gegner beschwert haben, dass da Schimpftriaden kommen, weil sie jetzt gewonnen haben oder verloren haben. Mhm. Wir sind eigentlich immer freundlich.
Also die Stimmung bzw. das Familiäre ist auf der hohen Warte zumindest. Du kannst auf die hohe Warte Frau, Kind, Kegel mitnehmen und es wird nie was passieren. Mhm. Weil mein Sohn ist jetzt 36 und ich habe das erste Mal, habe ich mit 3 Jahren auf die hohe Warte mit, schon früher im Kinderwagen mit 3 Jahren war ich schon herumlaufen. Der ist mit dem Dreirad drüben in der Arena, so wie ich, meine auf und ab gefahren. Ich habe mal mein Match angeschaut, habe mich, er fährt eh noch. Habe halt natürlich probiert, das auch wie einer an, wegen ist halt ein anderer geworden. Verstehe. Das Familiäre auch privat, wie kann man das verbinden mit der Vienna oder überhaupt mit Fußball zu Hause? Die Frau akzeptiert es. Sie geht auch manchmal mit auf Match. Versteht halt nicht, dass man heute am Freitag unbedingt den Termin einhalten muss, aber sie akzeptiert es. Aber kann man sagen, dass auf den Platz gehen ein Ausgleich ist zum familiären Privatleben oder auch zum Geschäftsleben? Natürlich, weil du kannst abschalten, du lässt alles hinter dir, du lässt Dampf ab. Wenn du dann irgendwann mal hineinschreist, weil meistens jetzt in dieser Liga der Schiedsrichter komplett hinüber ist, muss man sich natürlich in Dampf ablassen und dann gehst du wieder gemütlich nach Hause. Und das ist dann ja egal, ob du jetzt nur ein Bier trinkst oder ob du vielleicht ein paar mehr hast. Es ist gemütlich, du triffst deine Leute. Und du bist dann richtig entspannt, wenn du nach Hause gehst. Du bist schon sehr lange dabei. Du sammelst auch schon sehr lange diese ganzen tollen Bücher und Bilder, habe ich auch schon gesehen. Und was machst du eigentlich damit? Also abgesehen davon, dass du das halt zu Hause hast. Möchtest du das gerne mal präsentieren? Stellst du dir das vielleicht einmal einem Museum vielleicht sogar zur Verfügung? Ja, könnte man, wenn die Vienna ein Kammerl wieder macht oder ein Museum macht, wo man das ausstellen kann, würde ich bestimmt gewisse Sachen, was die Vienna nicht hat oder was andere Fans nicht haben, was nur ich habe, zur Verfügung stellen. Nur es müsste halt zugesperrt und eingesperrt sein, dass ich das wieder zurückbekomme, wenn ich es wieder haben will, dass es nicht verschwindet. Ja, das ist klar. Und es wäre natürlich toll, wenn die Vienna sowas machen würde, wo du sagst, da haben die Fans gesammelt alte Sachen von mir. Es können auch neue Sachen dabei sein, das ist ja auch interessant. Aber es geht hauptsächlich, ich sage mal, um die Sachen, die was irgendwann sind, um die Jahrhundertwende, 20er Jahr, 30er Jahr, 40er Jahr, 50er Jahr. Weil von den Fans wird es wahrscheinlich etliche geben, die was haben. Und wenn man das dann wirklich irgendwann gesammelt sieht, sagt, hätte ich zwar auch gern, geht nicht, aber dass du weißt, es gibt sowas. Glaubst du auch nicht, dass es die Leute stolz macht? Natürlich, also die alle Leute, so was ich kenne, auch was auch sammeln von der Vienna, es macht dich stolz, dass du das hast, nur es ist halt so, wie ein Bekannter hat erzählt, was auch von der Vienna sammelt, du willst das unbedingt haben. Ja. Du hast das dann, und dann hast du es. Und dann gehst du das nächste an. Da ist so irgendwie dann das Finger. Es ist die Nervosität, bis du das, wie das die 25-Jahr-Festschrift, bis ich die in die Hand gehabt habe. Bist du nervös? Gibt es nicht? Bringt man das zusammen? Bekommt man es? Man ist aufgeregt. Man ist aufgeregt, wenn man es dann in der Hand hat. Wenn man es dann hat, ja, man hat sie. Abgeschlossen, nächstes. Wird wahrscheinlich nicht so viel geben, was ich haben werde, was andere haben werde, aber man freut sich über gewisse Sachen. Und ich habe zwar lange gebraucht, glaube ich 5 oder 6 Jahre, bis ich es habe, aber die 25-Jahr-Festschrift wollte ich haben, auch wenn sie Unsummen gekostet hätte, hätte ich wahrscheinlich gezahlt. Das wäre mir wurscht gewesen. Okay. Du hast etwas ganz Besonderes von Bertel. Ja. Und zwar den Ring. Den Ring habe ich aber nur, gehört noch immer seiner Tochter. Ich habe ihn leihweise, dass wir ihn herzeigen können, ich gebe ihn dir mal, und dann auch fotografieren können, dass man der Nachwelt der Vienna und allen Fans zeigen, dass es sowas auch gibt. Ich glaube, es gibt nur diesen einen, oder vielleicht gibt es einen zweiten, und Butzek hat selber vielleicht einen gemacht, weil gemacht hat er. Das heißt, der Butzek hat den gemacht? Er hat den gemacht, er ist ein Goldschmied, hat diesen Ring irgendwann zu ihrem Jubiläum von Bertel, ich weiß aber nicht, was für eines das war, seine Tochter weiß es auch nicht, was
zu seinem 70. Geburtstag war es 30 Jahre bei der Vienna mitgearbeitet, aber er hat den Ring bekommen. Ich glaube, es gibt ihn wirklich nur einmal. Das ist toll. Das ist natürlich für einen Sammler der heilige Gral. Das ist der heilige Gral, wenn du den hast, wenn es ihn wirklich nur einmal gibt. Das ist toll. Das ist wirklich ganz und ich toll. Glaube, vielleicht hat der Putzerkanzler wirklich für sich auch einen gemacht. Mhm, natürlich. Aber offiziell, ja, glaube ich, weiß jeder, glaube ich, dass es nur diesen einen gibt von dem, was der Bertl. Er hat ihn auch ab und zu hat ihn wirklich getragen. Aber meistens ist er im Schachtel zu Hause gelegen. Mhm. Weil es, wie er den bekommen hat, hat seine Tochter gesagt, hat er schon Tränen in die Augen gehabt, dass er die Vienna sowas Tolles schenkt. Und die Vienna hat ja noch etwas ganz Tolles gemacht, nämlich eine Entschuldigung geschrieben. Ja, das habe ich auch von Bertl in einem Fotoalbum, wo alle Mannschaftsfotos sind, und zwar ist es vom 19.11.1967, dass sich die Vienna entschuldigt, dass sie wieder verloren hat und dass sie schauen, dass sie das nächste Match dann gewinnen, dass alle Fans wieder zufrieden sind. Ich habe auch schon mit Bekannten, mit Seschka Michi, ob das jetzt die Unterschrift von Antl ist oder nicht, wissen wir nicht. Es war aber zu dieser damaligen Zeit der Antl Präsident. Das heißt, der Herr Präsident, wurscht ob Antl oder nicht, hat es ihm einen Brief geschrieben. Also wie toll ist das? Das würde man sagen, in der heutigen Zeit nicht schlecht, wenn sich die Vienna entschuldigt. Jetzt leider nicht, jetzt können wir immer. Wenn die Vienna schreibt an alle Mitglieder, Entschuldigung, dass wir wieder verloren haben. Mhm. Ich glaube, das ist irgendwie, dass du sagen kannst, es war damals der Verein, hat mir vielleicht mehr Zugang zu den Fans gehabt und hat auch die Fans verstanden, wenn sie verloren haben und haben so gesagt, okay, das ist nicht gut, wir müssen jetzt was schreiben, dass die Fans wieder zufrieden sind. Machen wir es eh die Mannschaft. Das kann eh Präsidium oder sowas kann es ja nicht machen. Aber ich finde es für die damalige Zeit ein super Zug, dass sowas gemacht wird. Das ist fantastisch, finde ich das. Und in der heutigen Zeit, gut durch Internet und alles drum und dran, wird sowas nicht mehr geben. Aber glaubst du, dass der Verein in den letzten Jahren, sage ich jetzt einmal, um es nicht auf einer Person festzuhalten, den Kontakt ein bisschen verloren hat zu den Fans? Ich sage mal, ich weiß nicht, ob es den Kontakt zu den Fans verloren hat, nur was mich ein bisschen stört ist, wo wir jetzt in der 5. Liga spielen und spielen jetzt auswärts gegen irgendwem, zum Beispiel gegen Simmering, hast du, als Beispiel, du gewinnst zwar, ist zwar schön und gut, du hast auf der Simmering Homepage 3 Stunden später, steh, wie sie gespielt haben, was los war, also, dauert bei der Vienna ein bisschen länger. Okay. Warum, weiß ich nicht. Mhm. Angeblich sind sie ja alle professionell und arbeiten so viel, aber oder das, es würde ja schon genügen, wenn wirklich einer nicht kann und kann nur auf die Vienna Homepage und hat keine Freunde, dass du sagst, okay, das Match ist aus und 10 Minuten später steht drinnen, wir haben 4-3 gewonnen. Würde genügen. Wobei man muss ganz fairerweise dazu sagen, auf Twitter steht eigentlich immer relativ. Ja, es steht auf Twitter. Ich verwende Twitter nicht. Was ist, wenn es Leute nicht verwenden oder nicht verwenden wollen? Das ist auch nicht sicher. Und die meisten Zugriffe hast du einfacherweise, wenn du in die Homepage und wenn du bei der Vienna reingehst und da steht, was weiß ich, 1/4 Stunde später drinnen, wir haben 4-3 gewonnen, ist der wahrscheinlich zufrieden, dass irgendein Kommentar ist. Nur der Kommentar ist, wenn wir am Samstag spielen, frühestens am Montag. Okay. Also die Spielberichte. Die Spielberichte. Das Ergebnis steht, glaube, ja doch daneben. Ne? Ja, das steht dann irgendwann daneben. Ist doch, dass vielleicht zu wenig gemacht wird, um die Fans auch ein bisschen mehr zu integrieren und ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, dann nicht nur jetzt Spielberichte zu schreiben, sondern auch generell für den Verein da zu sein. Man müsste halt dann irgendwann wieder mal einen Fanabend machen und sagen, wir würden gern das und das und das in die Wege leiten, das würden wir gern machen. Gibt es von euch wem, der was Interesse hat? Es ist wahrscheinlich so wie überall, es gibt ein paar Leute, die was sie aufdringen und was tun wollen. Und es gibt viele Leute, die warten darauf, dass irgendwer sagt, okay, ich habe gehört, du magst es ganz gut, willst du das nicht bei der Vienna machen?
Wobei ich glaube, es geht keinen ums Geld, ob er jetzt ein Geld kriegt oder nicht. Es macht eh jeder freiwillig. Ich glaube, der Verein müsste auch mehr zugehen auf die Leute. Mhm. Und mit ihnen reden, hast du Interesse. Du, ich sehe jetzt immer, du bist da bei einem Training und bist da und schaust immer zu, willst du nicht das und das machen? Mhm. Und als Fan sagt man dann wahrscheinlich, okay, würde ich machen. Ich würde nicht machen, dass ich sage zum Beispiel, ich stehe jetzt vor einem Match und lasse die Autos reinfahren am Parkplatz oder nicht, weil das ist mir das Match wichtiger, als wieder, dass ich da draußen stehe. Mhm. Zum Glück gibt es solche Leute, die was machen. Mhm. Aber wenn sie natürlich, so wie früher, hat es dann, wie du auch weißt, so ab und zu, so jeden zweiten Monat irgendeinen Infoabend gegeben, das ist auch schon wieder vorbei, glaube ich. Ja. Sie ist schon wieder eingeschlafen. Mhm. Es ist natürlich für die Wiener nicht einfach so was zu sagen, weil du hast auch dann Querulanten dabei und man muss aber Kritik auch einstecken können, wenn irgendwer was sagt. Mhm. Ist natürlich schwierig, aber wenn sie sowas nicht machen, werden sie wahrscheinlich nicht noch mehr Leute kriegen, die was vielleicht gratis bis umsonst arbeiten. Ich würde auch den Kritikern entgegenhalten mit mehr Informationen. Weil dann kann der Kritiker nichts mehr sagen, weil meistens entsteht ja Kritik aus fehlenden Wissen und Nichtinformation. Ja, und aus Halbwissen. Wenn nie was hineingeschrieben wird, kann man nichts tun. Das fände ich ein bisschen schade. Auch ein bisschen einfach mal zu zeigen, wie geht es dem Verein noch außerhalb der Matches und so. Ja, na, das, vielleicht entsteht ja das noch. Ne? Ich glaube, sie haben es jetzt so mit den Fanarbeiten schon probiert, dass du sagst, okay, wir holen Leute dazu und wir reden über das Ganze. Aber es schlaft halt dann immer wieder ein. Ja. Oder so wie früher, kann man erinnern, wenn Spieler nicht gekommen sind, hat es dann am Abend gegeben, sie sind vorgestellt worden, die haben halt auch ein bisschen was dazu. Ist für den Spieler auch nicht angenehm, jetzt davor sitzen und sagen, jetzt höre ich schon als 47. die Frage, warum bist du zu Vienna gekommen, warum spielst du nicht mehr dort? Aber es ist halt leider so. Und das würde ich auch nicht schlecht finden, wenn du sagst, okay, du hast jetzt im Winter 4 neue Spieler geholt, im März gibt es einen Fanabend, da sind die 4 Spieler, die werden vorgestellt, sagen ihre Ziele oder warum, das kann man sagen, und nachher gemütliches Beisammenstehen und du kannst halt mit den Spielern plaudern. Mhm. Weil die Spieler sind ja eh zugänglich. Mit denen kannst du immer plaudern, also mit denen haben wir kein Problem. Ja. Vor allem die jungen Spieler sind ja mittlerweile auch medial ganz anders als noch vor 20 Jahren. Ja. Also da können weil ich kann mich erinnern, so schon lange, zum Beispiel der Kevin, wie der vorgestellt ist auf der hohen Warte, da war ich mit dem kleinen Martin, da haben wir gesagt, das ist der erste Spieler, der hat auch vorher einen Rhetorikkurs, glaube ich, gekriegt. Bei Werder Bremen schon, wie er gekommen ist von Werder Bremen. Ja. Der hat schön sein Kappel da vorhin mit mir gekommen. Hochgestochen, geantwortet, richtige Antwort. Die ganzen Sätzen. Die ganzen Sätzen. Abschließend, Michi, die Zukunft der Vienna. Was hast du da für Gedanken dazu? Also Zukunft, denke ich mal, also heuer mal der Aufstieg, dann hast du die Wiener Liga. Wäre schön, wenn wir Wiener Liga auch gleich Meister wären, aber ich will eigentlich nicht weiter als wie Regionalliga. Obwohl jeder sagt, wir wissen rauf, was auch stimmt, nur da müsste man die zweite Liga auslassen. Bei meiner Meinung, zweite Liga ist dann nur mehr eine Geldvernichtungsmaschine und da brauchst du dann so viel Geld, dass du wirklich ganz oben bist und mitspielen kannst, dass du aufsteigst. Wenn du dann oben bist in der Bundesliga, würde es wieder passen wahrscheinlich, da hast du dann noch mehr Sponsoren. Aber ich sage einmal, es wäre schön, wieder oben zu spielen. Ich würde mich auch mit der Regionalliga zufrieden geben. Mhm. Brauchst nicht so weit fahren. Du kennst die ganzen Fußballplätze. Mhm. Wäre natürlich schön, einmal gegen Rapid spielen, Austria spielen. Sag, okay, dann fast halt nach Mattersburg, wenn sie noch weiter oben spielen, oder fast ins Red Bull Stadion, oder fast noch weiter nach Innsbruck. Wäre schön, aber ich weiß nicht, ob das unsere Liga ist. Ich glaube, so wie die Wiener jetzt den Weg geht, ist es der richtige Weg. Es dürfte, was man so vom Umfeld mitkriegt, alle Komponenten jetzt passen, auch das Geld dürfte passen. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, Regionalliga Ost genügt uns einmal eine Zeit lang, natürlich schöner irgendwann oben zu spielen, nur ist wieder die Frage, ob das leistbar ist. Mhm. Weil zweite Liga würde mit diesem Stadion, glaube ich, noch gehen, aber Bundesliga würde das Stadion nicht funktionieren. Mhm.
Und ich weiß nicht einmal, ob es in der zweiten Liga auch Ausschau-Rosen hat. Gut, das ist relativ einfach einzubauen, das Ganze. Aber kostet. Kostet wieder dann zweite Liga. Gewisse Mannschaften brauchst du einen zweiten Eingang. Kannst du nicht so wie jetzt bei uns, wenn Wiener einer Sportclub gehört, okay, Wiener Gitarren, Sportclub Gitarren, wenn sie sich mischen, ist es auch wurscht. Ja. Kannst du bei gewissen Mannschaften wahrscheinlich nicht machen. Obwohl die Wiener, glaube ich, nie ein Problem mit anderen Mannschaften gehabt hat, außer eine. Das ist der GRK. Also die dürften, ich glaube nicht, dass was passieren würde. Es ist schon sehr viele Jahre vergangen, aber ich glaube, da ist trotzdem noch irgendwo. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Lieber Michi, ich sage Dankeschön für deine Zeit und für deine tolle Informationen und Geschichten und natürlich auch zu deinen tollen Büchern. Dankeschön. Danke. Ich danke dir auch.